Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal meinen Outdoor-Trekking-Biker-Wander-Buschkraft-Rucksack vorstellen. Das ist ein kleiner sportlicher Rucksack mit ca. 20 Liter Ladevolumen. Es ist, wie gesagt, schon ein Low-Budget-Rucksack. Er kostet ca. 20 Euro. Ich verlinke euch diesen Rucksack auch unten mal. Den gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe diesen Rucksack jetzt hier 2 Monate im Test. Diesen Rucksack nehme ich jeden Tag mit. Der ist bei mir auf Arbeit mit. Ich packe meine Kamerasachen rein, meine Butterbrote, mein Wasser, Leckerlis für den Hund, also für Josie, die auch immer dabei ist, das Wasser und der Napf für den Hund. Das passt alles hier rein. Auch wenn ich biken gehe und ich möchte mal ein bisschen mehr mitnehmen, weil ich den ganzen Tag unterwegs bin, wie Isomatte oder auch mal meinen Poncho als Tarp verwenden. Ich habe so einen Regenponcho auch, den ich auch schon mal als Tarp verwende. Ist ja bekannt, in der Bushcraft-Szene wird das ja auch oft verwendet. Oder auch generell bei vielen Fahrradfahrern oder Mountainbikern, die gerne mal unterwegs sind, machen sich ja auch mal gerne so einen Sonnenschutz. Und alles, was ich auch in meinem kleinen Rucksack hier drin habe, passt mit einem Handgriff hier in einfach rein. Und ich kann dann alles andere noch super da drin verstauen, was ich für sogar 2 Tagestouren mit Übernachtung draußen in der Wildnis benötige. Um jetzt aber nicht lange auf die Kacke zu hauen oder euch hier lange zusülzen zu müssen, komme ich jetzt mal auf den Punkt und zeige euch jetzt mal so ein paar Futures von dem Rucksack. Und vielleicht wird der ein oder andere ja doch angetan sein, sich gerade wenn er beginnt, mit dem Outdoor-Bereich oder gerade wenn er Anfänger ist und noch nicht so viel Budget oder Geld ausgeben möchte oder auch ausgeben kann, diesen Rucksack doch ein bisschen schmackhafter zu machen. Nein, ich verdiene kein Geld daran. Dieser Rucksack ist auch nicht gesponsert. Ich empfehle diesen Rucksack wirklich, weil ich ihn jetzt etwas über 2 Monate wirklich jeden Tag getestet habe und jeden Tag mitgenommen habe. Wenn ich also nicht überzeugt davon wäre, würde ich hier auch kein Video von machen. Nur mal so eben. Ja, kurz am Rande nebenbei. Ich habe mir diesen Rucksack hier jetzt in Flecktarn gekauft. Was es jetzt für ein Flecktarn ist, weiß ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Es ist einfach nur halt etwas gewesen, was mich persönlich jetzt etwas mehr angesprochen hat als die anderen Flecktarns oder auch gedeckteren Farben wie Schwarz oder Oliv. Ich hatte einfach mal Lust, mir diese Farbe zu kaufen. Anfangen möchte ich jetzt erstmal hier mit der Rückseite von dem Rucksack. Wie man schon sieht, es sind jetzt relativ schmale Gurte von den Schultergurten her, doch es ist schon relativ stabil gehalten. Es ist auch alles halbwegs ordentlich vernünftig vernäht. Es ist hier so ein Vlies dran. An den Schultergurten habe ich mehrere Molleschlaufen, mehrere Befestigungsmöglichkeiten durch lackierte D-Ringe, einen Kunststoffring. Ich kann mir das individuell beidseitig von oben und unten einstellen. Nicht ganz so geschickt gelöst finde ich die Halterung hier mit den D-Ringen im oberen Bereich. Das kann instabil werden, muss aber nicht. Ich persönlich habe bis jetzt noch keine Probleme damit gehabt. Toi, 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 da muss ich auf Holz klopfen. Sollte es passieren, dass ich Probleme damit bekomme, mit diesen 3D-Ringen, wo das hier eingehakt ist und befestigt ist, dann muss ich halt in den sauren Apfel beißen und muss gucken, dass ich mir vielleicht doch auch solche Clipser hier dran mache oder halt das Ganze fest vernähe. Die sind noch so, wie ich sie mir am ersten Tag eingestellt habe, so sind sie auch hier noch vorhanden. Ich kann da auch kräftig dran ziehen, da passiert nichts. Ja? Auch die Nähte sind ordentlich vernäht, das ist alles ordentliche China-Arbeit. Was ich auch noch gut finde, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch so nicht mit gerechnet, ist auch für den doch etwas beleibteren Hobby-Mountain-Biker-Freizeit-Wanderer-Ausgeher vom Vorteil ist dieser Brustgurt, den man hat. Der passt auch etwas voluminöseren Menschen und auch den Beckengurt, den ich hier jetzt nicht montiert habe. Aber ich habe ihn natürlich einmal für euch auch dran gemacht und zeige euch das jetzt mal hier, wie das aussieht. Ihr seht, auch den bekomme ich noch ganz bequem zu. Er sitzt sehr stramm und er ist nicht auf kleinster Stufe gestellt. Was mich besonders verwundert hat, ist, dass dieses Netz hier doch sehr angenehm zu tragen ist. Es ist auch relativ stabil und es ist auch atmungsaktiv. Und das Schöne ist, hier ist auch noch ein kleines Fach. Wenn ich das mal hier so aufmache, mit einem wirklich sehr, sehr guten, großen
Klett zu verschließen, wo ich meine Trinkblase reinpacken kann, wenn ich den Rucksack zum Beispiel für eine Biketour nehme. Ja, das ist also wirklich, ich finde das praktisch, sehr praktisch, bieten auch hochwertigere, teure Rucksäcke nicht unbedingt in dieser Variante. Und wenn ich den Rucksack jetzt mal umdrehe und einfach mal so von vorne gucke, optisch finde ich, macht der Rucksack einen wirklich sehr schönen Eindruck. Das Volumen kann ich entsprechend straffer oder weniger straff einstellen durch das Gurtsystem, was ich hier noch dran habe, was auch stabil ist. Also wenn ich hier irgendwo dran ziehe, reißt es nicht sofort auf. Das hat man ja häufig bei günstigen Rucksäcken, dass die aufgehen, von alleine aufgehen. Das ist hier halt nicht so, wenn sie unter Spannung stehen. Lasse ich die Spannung raus, kann ich ihn ganz einfach öffnen und somit das Volumen entsprechend anpassen. Auch hier oben habe ich so einen Klicker mit einem D-Ring dran. Den kann ich hier öffnen, wo ich auch wieder hier oben irgendwas drauflegen kann. Ich kann es anschnallen, festschnallen, zuschnallen, richtig vergurten. Ein bisschen unpraktisch gewählt, finde ich, oder unpraktisch gehalten, finde ich, ist dieses Gurtsystem hier für das kleine Hauptfach hier vorne. Das mache ich mal eben auf. Das ist ein bisschen ungeschickt gewählt, also das könnte so ein bisschen zu Problemen führen, aber ich sag mal, da kann man wohl mit leben. Also ich habe da jetzt so keine Probleme, ich kann es hier an die Seite legen. Ich komme hier auch an alles dran, wenn ich hier Taschenlampen, Kugelschreiber oder ich sag mal das auch als Pflegefach benutze, wo ich jetzt, wenn ich jetzt ein, zwei Tage unterwegs bin, mein Duschgel reinpacke oder meine Seife reinpacke, halt die mobile Toilette. Auch wieder vom Vorteil ist, ich habe hier wieder viele Molle Schlaufen, wo ich irgendwelche Karabiner zusätzlich mit dranhängen kann. Auch hier habe ich Molle-Schlaufen. Ich kann ja also wirklich sehr viel dranhängen und verstauen an dem Rucksack. Ich habe also außen die Möglichkeit, mein Volumen dementsprechend zu erweitern und immer noch genügend Freiraum im Rücken, wenn ich zum Beispiel auch am Biken oder am Mountainbiken bin. Das finde ich ist ein sehr großer Vorteil, den viele Freizeitrucksäcke in einem Preissegment, der teilweise das Doppelte kostet, wenn wir jetzt mal vom Mountainbiken ausgehen, nicht haben, da man da nur bedingt Sachen außen dran befestigen kann. Das ist auch der Grund, warum ich mich für so einen doch ja schon leicht taktisch angehauchten Rucksack entschieden habe. Was hier auch ist, hier ist eine Art Klett, das heißt, man hat hier auch die Möglichkeit, zusätzlich zu den Molle-Schlaufen etwas als Patch zu befestigen. Der hält auch bombenfest, das ist also auch wirklich gute Qualität und auch alles ordentlich wieder vernäht. Dann habe ich hier vorne ein kleines Fach. Ich behaupte jetzt einfach mal, das ist das ideale Fach für mein Werkzeug und meinen Schlauch, was ich alles so dabei habe, wenn ich auf Natur bin. Also wie gesagt, alles, was ich in meinem Rossville-Sportrucksack drin habe oder in meinem Trinkblasenrucksack, das passt hier rein. Hier passt der Fahrradschlauch rein, hier passt mein Werkzeug rein, hier passen auch ein paar Gummibänder rein, das passt alles hier rein. Ich habe hier auch wieder ein hohes Volumen. Ich kann hier einfach mal so meine Hand rein und mache das hier mal so zu, nur einfach mal zum Verdeutlichen. Das heißt, ich kriege hier wirklich alles rein, was ich zur Notreparatur unterwegs auch für mein Bike brauche. Was euch sicherlich auch aufgefallen ist, absolut jedes Fach hat einen integrierten Nässeschutz. Und der ist auch wirklich dicht. Klar, wenn Wasser von außen kommt, der Stoff, der saugt sich voll, der wird auch nass, aber es läuft nichts rein. Auch die wirklich sehr stabilen und hochwertigen Kunststoffreißverschlüsse, in meinen Augen sind sie wirklich sehr hochwertig, mit den großen Laschen, wo man jetzt eigentlich nur noch ein Lanyard dran verbinden müsste oder irgendwas anderes dranhängen müsste, um die besser bewegen zu können, funktionieren alle super und auch die sind sogar teilweise wasserdicht. Ich habe den mal, bevor ich das benutzt habe, weil ich nicht glauben konnte, zu Hause im Garten unter meine Dusche gelegt, also für die Blumen zum Gießen. Man kann also wirklich auch mal das Handy hier reinpacken, ohne groß damit rechnen zu müssen, dass das jetzt in einem Teich wieder ausgepackt wird. Jetzt haben wir hier ein kleines Hauptfach, ein kleines mittelgroßes Hauptfach, was ich dreiviertel aufklappen kann. Auch hier wieder der Nässeschutz. Sehr viel Stauvolumen, was ich dann hier wieder einstellen kann. Hier habe ich auch nochmal Netztasche, zwei kleine Netztaschen. Eine große Tasche, wo selbst meine Hand gut reinpasst. Also hier kann ich auch noch viel verstauen. Und was ich hier habe, ist
ich kann wirklich mit einer Hand den Rucksack, wenn ich die Reißverschlüsse oben leicht geöffnet habe, aufziehen. Relativ schnell, ohne Gewalt. Die Reißverschlüsse sind wirklich gute Qualität, die funktionieren wunderbar. Und es ist alles ordentlich vernäht, es ist alles zweifach vernäht. An solche kleinen Fäden hier darf man sich nicht stören, das ist normal, das kann schon mal passieren. Es ist halt kein Markenrucksack in dem Sinne, ja, aber diese kleinen Fädchen hier, die kann man lassen oder auch wegmachen, das macht nichts aus. Aber grundsätzlich ist das alles wirklich gut vernäht, ne? Also man hat nichts zu meckern. Auch hier habe ich noch ein Netz und ich habe sogar ein Nässefach, wo ich nasse Socken, Unterwäsche, irgendwas reinpacken kann. Oder halt, wenn ich mich gerade gewaschen habe, irgendwo am Fluss oder am Bach, wenn ich irgendwo bin und ich musste mich da irgendwo an irgendeinem Fluss, See, Bach waschen, kann ich sogar meinen Waschlappen und die nasse Zahnbürste, ich kann hier halt die ganzen nassen Sachen reinpacken. Auch das ist relativ feuchtigkeitsundurchlässig in den Rucksack hinein. Also ich habe hier, habe ich ausprobiert, habe ich keine Probleme mit gehabt. Ich habe mal einen wirklich nassen Waschlappen, den ich nur ausgewrungen habe und ein nasses Paar Socken aus dem Waschbecken genommen, habe das hier reingesteckt und bin damit meinen ganzen Tag spazieren gegangen. Mit meinen Utensilien, die ich hier drin hatte, es ist also keine Feuchtigkeit aus dem Nässefach in den Rucksack gedrungen. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Ich packe das jetzt alles ein, setze mir jetzt den Bike-Rucksack auf. Es ist noch herrliches Wetter, es regnet zurzeit nicht. Und mache noch eine schöne kleine Hartrunde. Es gibt schon für 40, 50 Euro richtige Bike-Rucksäcke. Wer jetzt hauptsächlich sich sowas holt fürs Biken, ist dann natürlich auch ein bisschen schicker, moderner, hübscher. Nicht unbedingt so viel Aufteilungsmöglichkeiten in diesem Volumen. Ich sage einfach mal auch für den Beginner im Outdoor-Bereich. Ich habe mir das selber angeguckt in vielen Military-Shops, auch bei eBay und Amazon, was jetzt auch im Preis verglichen, die gleichen Rucksäcke kosten. Da muss man immer selber gucken, braucht man das wirklich für den Anfang? Muss man so viel Volumen haben? Hier kann ich auch mein Zelt und meine Isomatte außen dran machen. Kein Problem. Wir wollen mal ganz ehrlich sagen, wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen. Man muss nicht immer teuer Geld kaufen und nicht immer sagen, boah, guck mal hier, habe ich mir gekauft, weil ich gehe jetzt in den Wald. Also ich finde, Low Budget, ja, in einem bestimmten Bereich ist gut. Und das Teil hier kann ich wirklich jedem ans Herz legen, der vielleicht auch nicht mal davor scheut, wenn mal eine Naht aufgeht, den Faden in die Hand zu nehmen, die Nadel in die Hand zu nehmen und auch mal was reparieren. Ich glaube nicht, dass das auf längere Zeit gesehen passieren wird, weil ich habe mit dem günstigen Roswell auch keine Probleme und den trage ich wirklich auch zweimal die Woche, mindestens sogar dreimal die Woche, wenn ich am Mountainbiken bin. Ich kann ihn wirklich empfehlen. Es ist ein schöner, schöner Rucksack für wirklich wenig Geld, der alles das bietet, was er verspricht und sogar noch mehr bietet als das, was er verspricht. Und in diesem Sinne möchte ich mich auch wieder bei euch verabschieden mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was damit anfangen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Hat euch das Video nicht gefallen, gebt mir auch einen Daumen runter. Macht mir nichts aus, nur freue ich mich natürlich nicht drüber. Und in diesem Sinne, ich würde sagen, Leute, ich bin raus. Ciao, bis zum nächsten Video und viel Spaß in der Natur.